Die Top-Teams der Handball-Bundesliga geben sich momentan in der neuen Maxi-Park-Arena die Klinke in die Hand. Zwei Wochen nach dem Auftritt von Vizemeister SG Flensburg-Handewitt machte der VfL Gummersbach in Hamm Station. Das Team von Trainer Kai Rothenpieler unterlag zwar der Mannschaft von Sead Hassan Efendic mit 29:33. Zur Pause allerdings lag der Zweitligist gegen den ohne seine Olympiateilnehmer angetretenen Altmeister aber noch mit 16:15 in Front. Teilweise betrug der Abstand sogar 4 Tore zugunsten des ASV. Ich hoffe, dass wir neue Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen und wir in die Vorbereitungsphase nehmen. Schönen guten Abend hier in der Maxi-Sport-Arena. Der freundschaftliche Charakter der Begegnung wurde bereits vor dem Spiel deutlich, als Rothenpieler und Hassan Efendic noch ein wenig plauderten. Vielleicht steigern Sie sich noch ein bisschen von dem 6. Platz hin und im letzten Jahr ein bisschen.